die Brustoperation, eine der häufigsten Schönheitsoperationen bei Männern. Dr. Kai-Uwe Schlaudraff ist plastischer Chirurg in Genf und auch er beobachtet, dass immer mehr Männer sich eine Korrektur der Brust wünschen. Was oftmals der Fall ist, ist die Tatsache, dass die Männer entweder während der Pubertät oder im älteren Alter von 40 bis 60 eine eher weibliche Thoraxkontur haben. Das heißt, die Brustdrüse kann sich vermehren, aber auch das Fettgewebe kann sich vermehren. Und das kreiert relativ ausgeprägte psychologische Probleme, weil junge Männer gerade, die gehen da nicht zum Sport, die gehen nicht in die Sauna, die gehen nicht duschen nach dem Sport, gehen nicht ins Schwimmbad, weil natürlich mit der Brustkontur die Weiblichkeit verbunden ist und dadurch eine große psychologische Hemmnislage ist. Die Fettzellen absaugen, das soll Abhilfe schaffen. Was sind das für Männer, die sich für diese Methode entscheiden? Das sind Patienten, die körperbewusst sind. Das sind Patienten, die auch gerade ganz aktiv versuchen, durch Training, durch Fitness, durch Sport, das zu korrigieren. Das heißt, das sind normalerweise wirklich aktive Menschen, die dann tatsächlich Brustübungen machen, den Muskel aufbauen, ganz viel Gewicht abnehmen, in der Hoffnung, das selber korrigieren zu können. Aber tatsächlich ist das ein Fettgewebe, was wirklich als allerletztes weggeht. Das heißt, die chirurgische Korrektur ist normalerweise nicht vermeidbar. Anfang 40, gut in Form. Doch wenn Uwe Kaso an sich runterschaut, stört ihn seine Brust. Sie ist ausgeprägt, so ist das eigentlich schon immer und es stört ihn auch schon immer. Jetzt, nachdem er eine Diät gemacht hat, sei der richtige Zeitpunkt, um das zu korrigieren. Ich habe ungefähr 25, 27 Kilo abgenommen und letztendlich bleibt jetzt noch die Brust und das möchte ich einfach weghaben, weil das stört mich noch. Er vereinbart ein Beratungsgespräch bei Dr. Schlaudraff. Dafür reist er nach Genf. OWK hat sich im Internet informiert und herausgefunden, dass hier nicht die herkömmliche Methode der Fettabsaugung angewendet wird. Mir wäre es sehr wichtig, dass dieser Brustmuskel hervorkommt durch diese Absaugung. Sehen Sie hier. Dr. Schlaudraff arbeitet mit der Vaser-Technologie, die in den Vereinigten Staaten schon seit Jahren eingesetzt wird. Er dokumentiert die Ergebnisse der Operationen, so kann sich OWK ein Bild machen. Was mich überzeugt hat, war einfach die Nachher-Ergebnisse, dass das alles so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Heute ist der Operationstermin. Davor wird genau eingezeichnet, wie sich die Brust im Stehen zeigt und was verbessert werden soll. Dann noch die Vorherbilder. Es kann losgehen. Die Operation wird etwa 3 Stunden dauern. UBK bekommt eine Vollnarkose. Und so sieht er aus, der Vaser. Das Gerät, das für eine schonende Fettabsaugung sorgen soll. Ich empfehle diese Methode, weil es für mich als Chirurg einmal sehr effizient ist, sehr patientenschonend ist und normalerweise die Patienten wirklich mit wenig Schmerzen sehr rasch abheilen kann. Zunächst wird der gesamte Brustkorb desinfiziert. Es ist eine große Fläche, die hier gleich bearbeitet werden soll. Dr. Schlaudraff wird im ersten Schritt mit Hilfe von Ultraschall das Gewebe trennen, die Fettzellen lösen. Der Einstich wird mit einer Kapsel verstärkt. Im zweiten Schritt kann das gelöste Fett abgesaugt werden. Dazu braucht es keinen besonderen Druck oder Kraftaufwand. Jetzt sehen Sie vom Resultat schon, wenn man hier die Schichtdicke anschaut, sehen Sie, sind wir hier, haben wir alles Fettgewebe weggenommen. Die Fettzellen wurden durch den Ultraschall aus ihrer Struktur gelöst und schonend abgesaugt. Der Brustmuskel wurde erhalten. Mehr noch, da das Fettpolster jetzt fehlt, kommt er besser zur Geltung. Das war ja auch der Anspruch von UWK. Immerhin kostet ihn die Operation zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Dann ist die andere Seite dran. Das Besondere an der Vaser-Technologie ist, dass die Fettzellen, die hier abgesaugt werden, an anderer Stelle für eine Aufpolsterung sorgen können. Diese Zellen bekommt die Universität Zürich zu Forschungszwecken. UWK braucht sie nicht. Er behält ein schönes Brustmuskelvolumen, hat aber nicht mehr die Unterbrust, die das weibliche Attribut ausmacht.
Um die behandelte Brust zu stützen, bekommt UWK ein Korsett. Das durch die Operation getrennte Gewebe kann sich so leichter erholen. Das muss er jetzt über mehrere Wochen tragen. Noch benommen von der Narkose wird er in den Aufwachraum gerollt. Während UWK langsam zu sich kommt, wartet im Sprechzimmer der nächste Patient. Sandro leidet ebenfalls unter einer weiblich ausgeprägten Brust, der Gynäkomastie. Er schämt sich, hat sich deshalb zu einer Operation entschieden, doch das ging schief. Ich habe mich geirrt. Ich bin bereit, mehr zu bezahlen, weil ich ein besseres Resultat möchte. So wie das gemacht wurde, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Dr. Schlaudraff erklärt, warum. Wir sehen jetzt das typische Bild von der Gynäkomastie. Der Patient ist voroperiert, das heißt, Sie sehen hier unten symmetrische Narben am Unterrand der Gynäkomastie. Er hat eine sehr ausgeprägte Projektion der Gynäkomastie mit einer Projektion der Brustwarzen. Man sieht ja, dass er sehr muskulär ist mit seinen Bauchmuskeln und auch mit den Pectoralismuskeln. Hat aber hier noch deutlich Fett- und Drüsengewebe, was auf alle Fälle korrigiert gehört. Sandro soll in den nächsten Tagen operiert werden. Der nächste Morgen. UWK wundert sich, wie gut es ihm geht. Dr. Schlaudraff will sich dennoch immer am Tag nach der Operation das Ergebnis ansehen. Zur Vorsorge hat er UWK Schmerztabletten mitgegeben, doch die hat er nicht gebraucht. Und gut geschlafen hat er auch. Doch wie sieht die operierte Brust aus? Und wie fühlt sich das an? Wenn ich hier drauf fasse, mich wundert das, es ist überhaupt nichts zu spüren. Schmerzen? Gar keine. Ich bin sehr überrascht. Die Welser-Technologie hat sich für ihn jetzt schon bezahlt gemacht. Ich denke, es lohnt sich, in diese Technologie reinzuschauen, was wirklich ein ganz neues Feld ist. Und vor allen Dingen eröffnet es eine neue Patientengruppe, was wirklich die männliche Patientengruppe ist. Die Männer wollen wenig Schmerzen haben, wollen schnell wieder zurück am Arbeitsplatz sein oder müssen schnell zurück am Arbeitsplatz sein. Und das sind gerade Patienten, die den Welser schätzen lernen werden.